Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Pikmin 3 Deluxe. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Pikmin 3 Deluxe. Nachdem wir das Hauptabenteuer abgeschlossen haben, ist es endlich an der Zeit, dass wir das Bonusabenteuer anfangen. Und ich habe noch keine Ahnung, wie das aussieht. Offenbar haben wir hier zwei Abenteuer. Let's go. Captain Olimars Forschungsnotizen. Der Garten. Naja, das wollte ich nicht vorlesen. Ja, Louis hat schon mal Spaß. Let's go. Oh, ich habe ein Zeitlimit für die Tage. Okay. Dann grabt mal meine kleinen Freunde. Ihr dürft ihnen helfen. Hier sollen noch mehr, glaube ich, im Feld sein. Es erinnert mich an diesen alten Schatzmodus, den es mal gab. Da muss man richtig viel Zeug sammeln. Du sei einfach mal dabei. Holt mal die Cupidus-Granate. So, Brückenbau wird weitergeführt. Ah, hier sind nochmal Pigments. Die Fels-Pigments sind neu. Hauptsache ist, dass man keine großen Fragen stellt, ne? So, dann holt den da mal. Ich denke mal, ihr seid da hinten fertig. Ihr braucht da hinten nicht hinrennen. Ihr könnt die unterstützen. Okay. Da hinten ist Geld und 5 weitere Pigments. Der holt mal eben kurz die Pigments da raus und währenddessen hole ich mir die hier. Ich kann versuchen, was ich will. Das Riesenvieh kriege ich jetzt gerade nicht klein. So. Wieder mal diese Viecher. Ihr baut da ab. Die nehmen das mit. Und das. Und das mache ich aus Jux kaputt. So, die kommen hierhin zurück. Ich mach mal den Pilz da unten kaputt. Einfach wieder mal aus Jux. So. Dann nehmen wir als nächstes das hier mit. Ich soll ihnen schon so viele helfen wie möglich, ihr faulen Säcke. Mensch. Immer diese faulen Pigments. Die in der Ecke rumgammeln und nichts tun. Zurück zur Zwiebel mit dir und hol mir die anderen.
So, mitnehmen. Eine Zitrone ist 70 wert. So, kannst direkt mitnehmen. Viech mehr. Nimmt erstmal das damit. Der Rest kann da oben weiterarbeiten. Macht mal hier eure Arbeit. Okay. Los geht's. Wir müssen Zeug mitnehmen. So viel es geht. Unser Chef hat einen Schuldenberg. So, die kommen dahin ja wieder zurück. Ich denke mal, dafür brauche ich mehr Pigments. Hier. Versucht da schon mal zu arbeiten. Und ich hole hier alle, die mir entgegenkommen. So, mitnehmen. Schnell ausgraben. Und jetzt mit allen Pigments da hinten hin. Ich bin wahrscheinlich noch weit vom besten Rang entfernt. So, die können mal eben kurz da hoch, hier grabt. Einfach mal, dass die Frucht da oben eben kurz mitgeholt wird. So, schon ein bisschen anders, als ich mir vorgestellt habe, um ehrlich zu sein. So, hier können Face Pigments arbeiten. So, ich habe hier gerade gesehen, dass da sich was versteckt. Einfach umbringen. So funktioniert das Spiel. So, wo auch immer ihr herkommt. Ihr arbeitet dort mal. So. Ihr holt die Erdbeere. Warum haben die Erdbeere dort nicht mitgenommen? Ah, jetzt haben sie. Okay, ich denke mal, nur noch da drin ist was. Ich lasse die jetzt mal hinterher rennen. Oh, offenbar nicht. Ich habe fast alles, glaube ich. Ich glaube, ich kann die Pilze noch kaputt machen. Holt euch! Mission erfolgreich! Ich habe Mission geschafft. Ja, ich denke mal, wir können noch eine zweite Mission machen, oder? Also wenn man sich gut dran hält, dann kann man das gut schaffen. Platin. Unglaublich, nehmen Sie Ihren Till als Strategie zusammen.
okay, mit mindestens einer Bronzemedaille, zusammen mit einem Lied an, das ich zu diesem Anlass geschrieben habe. Weiter geht's. Es ist schon eine Weile her, dass ich auf Schatzsuche war, aber dennoch habe ich ein paar brauchbare Artefakte gefunden. Gut zu wissen, dass ich nicht eingerostet bin. Wir haben auf unserem Radar etwas entdeckt und werden der Sache morgen nachgehen. Mit etwas Glück können wir die Mission vorzeitig abschließen. Ich habe übrigens keine Ahnung, wie lang das Bonusabenteuer geht, ne? Aber wir werden das Bonusabenteuer noch durchziehen. Könnte das auch im Duo spielen, dann wäre das wahrscheinlich sogar noch leichter, aber dafür bräuchte ich erstmal einen hier. Im Übrigen, ich habe auch privat nochmal den Story-Modus durchgesuchtet mit einem Freund auf Schwierigkeitsgrad schwer. Und ich wollte ihn fast die ganze Zeit nur erschlagen. Ah, und das erzählt auch die Geschichte hier, die Alf über die Forschungsdaten gefunden hat. Mann, Louis, du liegst, bist echt immer in Schwierigkeiten, oder? Okay, 10 Minuten habe ich. Ich denke mal, wir können jede Folge 2 Missionen reinpacken. So, ich muss jetzt hier mehrere Pigments erstmal sammeln. So, mitnehmen, Leute. Und jetzt erstmal pflücken. Die können da schon mal arbeiten. Ich wollte den Kollegen eigentlich nicht wegwerfen. So, weiterarbeiten, Leute. Je schneller die Wand kaputt ist, desto besser. Für den warte ich noch etwas, ich will mir erst eine größere Armee anschaffen. Hey, komm, ihr könnt noch helfen. Wie gesagt, je mehr prügeln, desto schneller geht's. Ich habe jetzt schon 72 oder wie? So, die müssten jetzt fertig sein. Mit dem Bereich warte ich noch, weil da ist der große Punktkäfer. So, hier sind noch mal ein paar rote. Ich werde höchstwahrscheinlich hauptsächlich blaue brauchen. Mit dem da warte ich auch noch mal einen Moment. Bitte weckt den nicht auf. Bitte weckt ihn nicht auf, danke. Okay, ich versuche mir hauptsächlich blaue zu holen. So, erstmal pflücken. Du pflück die mal, ich gehe hier rechts schon mal gucken. Müssen auch ein bisschen Progress hier machen. So, Attacke! Oh, da sind noch mal mehrere blaue. So, hinterher schicken. Mit der Armee, die ich jetzt habe, den erstmal umbringen. So, ihr könnt dann noch das absammeln. Nein! Raus, 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 raus. Da ist noch ein blauer drin. Hallo? Wie solltest du absammeln?
So, dann hole ich mir jetzt mal meine Privatarmee. Das sollten jetzt mehr als genügend sein, dass ich den Punktkäfer umbringen kann. Auch die Leute da mit eingerechnet, die jetzt gerade am Abbauen sind. Ich nehme mal Louis und lass ihn mal da hinten gammeln, dann kann er die gleich abholen. So, jetzt einmal drumherum schleichen. Und Attacke! Los Jungs, Abtransport! So. Jetzt können die den umbringen. Nein, da ist einer gestorben. Genau, Jungs. Immer direkt den Abtransport. Ihr macht das richtig. Besser geht das gar nicht. Haben die hier hinten schon fertig abgebaut? Ne, hier ist noch ein Stück. Dass die dem überhaupt nicht helfen wollen. So, ihr dürft wieder mal abtransportieren. Gibt noch ein Zusatzgebiet? Ja, so ein leichtes. So, jetzt erstmal meine Leute wiederholen. Hol dir mal die kleine Armee dort. Währenddessen können die den ja umbringen. Zack. So, mitnehmen allesamt. 4 Minuten habe ich noch. Das läuft doch prima. Dann merkt man, was für ein Pikmin-Experte ich bin. So, einmal kurz die Gruppe trennen. Weil die Roten würden hier drin eh noch verrecken. Also wenn, hilft die ganze Truppe. Also wirklich, dass die Hälfte immer so doof in der Gegend rumsteht. Obwohl, die kann ich jetzt auch abholen. Na komm, treib ein bisschen schneller. Schneller! Jetzt drangsaliere ich sie auch noch dazu, schneller zu arbeiten. Die müssten jetzt eigentlich da hinten fertig sein. Komm, die habt ihr schnell ausgelöscht. Oh, die sind noch nicht fertig. Na gut, auf die paar kommt es jetzt aber auch nicht an. Die arbeiten aber auch nicht. So. Da oben ist nix. Die zwei kann ich ja ruhig mitnehmen. So, das ist tot. Wie auch immer so ein kleines Vieh etwas mit sich tragen kann, das dreimal so groß ist wie es selbst. Und dass man es nicht sieht. Let's go! Tötet es! So, jetzt ist mir egal, wer von euch mitnimmt. Na dann. Arbeiten, Jungs. Mit Arbeit meine ich ganz arbeiten. So, liegt hier noch was? Anscheinend nicht. Guck mal, ich glaube, ich bin gleich schon fertig. Ihr dürft alle tragen.
Wieso? Ich muss sie jetzt aufhalten unterwegs, dass sie nicht unnötigen Schmarrn machen. ...87 habe ich bei mir. Und Mission erfüllt, würde ich sagen. Nee, irgendwo fehlt noch was. Ach du Kacke, da hinten fehlt noch eine Granate. Ach nee, das war einer meiner Pigments offenbar. Und ich habe wirklich alles... Perfekt! Mission geschafft. Unglaublich, nehmen sie ihren Hitler-Strategie-Genie zusammen mit einem Lied an, das ich zu diesem Anlass geschrieben habe. Ja, Leute. Waren noch zwei erfolgreiche Runden. Ich würde sagen, wir sehen uns dann jetzt beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ihr kennt den Drill. Ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss und bis dann.